Ja, Axel, vielen, vielen Dank, dass du Lust hast, heute mit mir ein bisschen über das Thema Sound auf Design, Design auf Sound zu sprechen. Freue mich wirklich, dass ich dich gewinnen konnte als Interviewpartner, als Gesprächspartner für diesen Podcast, den wir ins Leben gerufen haben, um, naja, der Welt da draußen so ein bisschen Inspiration zu geben, wie sich die zwei Welten Sound und Design gegenseitig beeinflussen und was es da so für tolle Geschichten gibt. Genau, und vielen Dank nochmal, dass du dabei bist. Ja, sehr, sehr gerne. Ist für mich ja auch immer schön, befragt zu werden. Und ich schätze es natürlich auch, dass man meine Meinung schätzt. Ist natürlich was Schönes, wenn man angerufen wird und befragt wird, ob man sich zu einer Thematik äußern will, die eben mit Design und auch Musik zu tun hat, wie mein ganzes Schaffen und mein ganzes Leben. Wunderbar, wir kennen uns ja schon aus einem Treffen, was wir hier hatten. Das war sehr nett und sympathisch. Auch du tust Dinge, die mir überraschend waren und die ich sehr interessant finde. Ja, deswegen beruht auf Gegenseitigkeit. Ich freue mich. Danke dir auch für die Einladung. Sehr, sehr schön. Schön, super. Axel, vielleicht für die wenigen Personen da draußen, die dich nicht kennen, vielleicht kannst du so ein bisschen mal so einen kleinen Rundumblick geben, wo du so herkommst, so was dein aktuelles Schaffen so ist, damit so die ZuhörerInnen sich dich so ein bisschen ja, einordnen können, was dein Tun geht als Designer. Ja, also ich habe, was die Leute, die auch so ein bisschen Branchenkenntnis haben oder die vielleicht auch Keyboards spielen, sich auch vielleicht so ein bisschen bloß drumherum interessieren, die wissen ein bisschen was auch über mich und über die Geräte, die ich so designt habe. Wie kommt man dazu? Ich habe immer Musik gemacht. Ich habe also als junger, sehr junger Mann mit Singen begonnen und das war irgendwann der Wunsch da, Orgel zu spielen, Hammond-Orgel, Klavier kam dann und Bands, so ein bisschen so eine typische Geschichte, die viele mit sich rumtragen und daraus hat sich dann auch irgendwann ein Wunsch rauskristallisiert, mit Musik mein berufliches Leben zu bestreiten. Und das hat aber leider nicht funktioniert. Das war sehr, sehr schwierig, da eine Aufnahmeprüfung zu bestehen und dann an die Musikhochschule und dann so dieses biertrockene Klavier studieren, sowas. Das ist vielleicht dann auch ganz gut gewesen. Und so habe ich dann erstmal was ganz anderes probiert und dann entdeckt, dass es da ein Studium gibt, was halt auch mit Kunst zu tun hat. Das hat mich auch schon immer sehr erfreut. Ich habe immer gerne auch gemalt, gezeichnet, gebaut, sowas, gell, und auch immer gern schon so Sachen modifiziert. Ich war immer schon ein Auto nah, habe immer meine Spielzeugautos selber umlackiert und Sticker drauf gemacht und so. Und das ging nachher auch so weiter, wenn ich dann diese Liebe zu Musikinstrumenten entdeckt habe und auch zur Elektronik. Das ist so, das liebe ich sehr. Diese Produkte haben mich immer fasziniert. Auch da habe ich irgendwie dann schon relativ früh begonnen, das so für mich so ein bisschen zu individualisieren, die Sachen, die ich da so denen ich mich umgeben habe, denen ich musiziert habe. Und dann habe ich eigentlich relativ früh im Studium, ja, ich habe dann irgendwann ja das Design studiert, also Industriedesign, habe ich dann auch beschlossen, dass das dann auch diese Verbindung dann mein Weg werden soll. Da war auch meine Diplomarbeit, hatte ich mit der Thematik schon beschäftigt. Da hatte ich so einen Keyboard-Controller entworfen. Das war 1989, also zu einer Zeit, als das gerade so alles ein bisschen am Entstehen war. Digitale Synthesizer, Workstation, Synclavier war in aller Munde, PPG, Waveterm, so diese ganzen Keyboards oder Synthesizer, mit denen man auch produzieren konnte. Das hat man schon gemerkt, so geht da gerade so ein Swing. Das weg vom Tonband, das wird jetzt plötzlich so integriert. Der Computer beginnt eine sehr gewichtige Rolle zu spielen. Und das war für mich im Prinzip auch so ein Signal, dass das vielleicht auch mein Weg werden könnte. Also eben diese Kombination dieser beiden Welten, die ich in der trage, so Kunst oder das Ästhetische und auch das zu verbinden eben mit Ästhetik für die Geräte, die Klang erzeugen. Das war ein bisschen weg natürlich von dem, was mein ursprünglicher Berufswunsch war, nämlich Musiker sein, ja, wie so viele in unserer Branche, die dann vielleicht den Mut nicht haben oder auch vielleicht nicht
keine Ahnung, begabt genug sind oder das Pech haben, dass es eben doch nicht klappt. Mit der Künstlerkarriere, viele, die ich da treffe, so in meinem Network, was sich so über die Jahre aufbaut, haben eine ähnliche Geschichte hinter sich. Machen vielleicht nicht das Gleiche, aber es kommt eben diese, doch so eine gewisse Musikalität haben viele, viele der Leute, die ich da so in meinem Kreis habe, abgebrochene Musiker oder ja. Ja, und mit diesem Abschluss, den ich dann gemacht habe, eben diese Diplomarbeit, die am Keyboard eine Workstation war, die dann, damit habe ich mich dann beworben bei verschiedenen Herstellern. Ja, also PBG gab es ja leider damals nicht mehr. Es gab eben Synclavier, Fairlight, sowas. Das war so die Firmen, die mich auch interessiert haben, was mich fasziniert hat, die habe ich angeschrieben, ganz kalt angeschrieben praktisch. Ich bin ein bisschen hart, mach hier so. Design, was das interessiert mich, wollte mich nicht irgendwie mal als Designer einstellen, oder wenigstens mal, dass ich mal reingucken kann oder so. Und das hat dann irgendwie ein guter Freund von mir mitbekommen, ja, der mir auch geholfen hatte damals bei der Diplomarbeit. Ich hatte den Pit Löw, das ist ein sehr, war damals ein sehr, sehr bekannter Studio-Keyboarder, der hatte also für Frank Farian sehr viele Alben eingespielt. Ganz high level, super netter Typ aus Trier, der war nah und bei dem durfte ich auch im Studio so ein bisschen recherchieren für die Diplomarbeit geguckt und so. Und der hat gesagt, du Axel, ruf doch mal den Wolfgang Düren an, der hat früher PBG gemacht, die planen da irgendwas ganz Neues, Krasses, ja. Und das habe ich getan und der Wolfgang kam dann irgendwie 3 Wochen später zu mir nach Hause in das kleine Dorf Brücken im Hunsrück gefahren und ist zu mir in meine Kellerbude und hat dann gesehen, was ich da so fabriziert habe, auch für so im Rahmen der Diplomarbeit und so und hat mich eigentlich direkt engagiert. Und bei Waldorf habe ich ja dann auch ein paar Jahre gearbeitet, dort viele Instrumente designt und auch schon für andere Firmen begonnen, Industriedesign zu machen, die im Musikbereich spielen. Ja, und das hat sich praktisch durchgezogen jetzt. 95 habe ich mich von Waldorf rausgelöst, aber habe die Waldorf praktisch als ersten Kunden auch mitgenommen. Also ich mache auch bis heute noch Design für Waldorf. Music ist einer meiner wichtigsten, liebsten Kunden auch. Es fühlt sich immer fast wie meine eigene Firma an, weil ich da so am Anfang auch mit dabei war. Und es sind halt viele andere Firmen dazugekommen. Ich habe halt auch fleißig akquiriert und oft auch Glück gehabt, dass ich über meine Bekannten wieder andere Menschen kennenlernen durfte, die mir dann geholfen haben, sowas, gell? Ja, und inzwischen habe ich, glaube ich, eine ganz ordentliche Liste an Geräten und es kommen immer neue dazu. Es ist ganz, ganz schön. Ich freue mich über das Vertrauen und macht ja auch, es ist das Liebste, was ich mache. Also ich arbeite eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich was mir auch sehr viel Spaß macht, eben Oberflächen zu gestalten und sowas, ja. Toll, toll. Eine Wahnsinnsgeschichte. Also vor allem, also wenn man sich ein bisschen in der Welt, wie gesagt, ja, auskennt und sich ein bisschen reindenkt, wie du auch schon gesagt hast, da kommt man an dir nicht vorbei. So, das ist echt toll. Also wenn man das geschaffen hat, da wirklich so eine Marke und auch so ein Feld für sich so zu belegen, mega, mega spannend. Und vor allem diese Kombination aus der Liebe zur Musik und der Liebe zum Design. Ist ja etwas, was du alltäglich leben darfst. Und da, was ich mich natürlich auch immer frage jetzt an der Stelle ist, inwieweit dann auch, wenn du jetzt ein Synthesizer, ein Keyboard, ein Eingabegerät für Musiker gestaltest, wie stark denkst du da an den Künstler, der das zukünftig irgendwann mal bedienen wird? Also welche Rolle spielt da für dich so dieses innerliche Bild eines Künstlers, eines Musikers, auch was er vielleicht irgendwann mal mit diesem ja, mit diesem Keyboard zum Beispiel mal irgendwann komponieren wird. Also gibt es da so Gedankenspiele, gibt es da so Ansätze, Inspirationen, die dich beeinflussen bei deinem Schaffensprozess? Würde Ja, mich das interessieren. Interessante ist, denke ich mal, ich rede auch so aus dem Kopf jetzt. Ich habe da so noch nie so tief drüber nachgedacht, aber es wird ja einen Grund geben, warum ich von so vielen Firmen gebucht werde. Ich mache keine Recherche. Ich brauche das nicht, weil ich das selbst bin. Ich spiele die Geräte selbst. Ich weiß, was mich am Instrument fasziniert und was ich gerne im direkten Zugriff mag und was ich dann auch direkt erkennen mag an der Bedienoberfläche. Und strukturiere dann im Prinzip ein User Interface auch immer so ein bisschen nach meinen eigenen Vorlieben, hole aber auch immer ein bisschen natürlich was mit von dem Hersteller. Das ist eine ganz wichtige Sache, wenn du für viele verschiedene Hersteller
was tust, was das Gleiche ist. Ja? Ich habe ja wirklich stark konkurrierende oder stark im Wettbewerb stehende Firmen, die ich gleichzeitig bediene, manchmal sogar mit einem ähnlichen oder gleichen Produkt. Und trotzdem muss ich das unterscheiden. Und ich tauche dann schon in deren Produktwelt ein, auch in das Gefühl, was mir deren Produktwelt vermittelt, und versuche das als Inspiration für mich zu nehmen und dann auch funktional umzusetzen. Aber dadurch, dass ich so nah an diesen Geräten dran bin und diese Liebe und das auch so weiß, was da so passieren muss und so, hole ich meine Inspiration von ganz woanders. Also die kommen eher wenn ich mit meiner lieben Frau in ein schönes Möbelgeschäft gehe oder wenn ich bin immer noch ein großer Automobilfan, weil mich eben, das ist so ein komplexes Industrieprodukt, das fasziniert mich immer sehr, was dort passiert, weil dort auch einfach unendliche Gelder fast zur Verfügung stehen, auch immer wieder neue Design- und Herstellungsverfahren zum Tragen kommen. Das finde ich sehr faszinierend. Auch das ist sehr inspirativ. Gucken und dann ist da manchmal irgendein kleines Detail und das inspiriert mich dann als Grundlage oder als Besonderheit von irgendeinem Produkt, was ich gerade so am Machen bin. Ja, Schön. und das ist ja, was so eine Musikalität fördern kann beim Spiel, ein Layout oder Design. Das lebe ich eigentlich. Also das ist wirklich so, da denke ich nicht drüber nach, da muss ich auch niemanden befragen. Da versuche ich einfach für mich zu erkennen, würde mich das anmachen, hätte ich da jetzt Spaß dran, wenn ich das bedienen müsste. Es ist aber oft so, dass ich auch in einem relativ engen Korsett arbeite, muss ich dazu sagen. Es ist nicht immer so oder ganz selten so, dass ein Kunde sagt, mach mal, das wird schon geil. Ja, die kommen und haben oft ein sehr klar vorgefertigtes UI, was sie wollen. Es ist ja auch sehr viel. Viele Dinge sind eben auch stark technisch beeinflusst. Das muss dann auch bestimmten Anforderungen entsprechen, was da aufs Panel darf und nur eine bestimmte Anzahl von Bedienelementen, weil sonst der Prozessor überlastet wird. Vielleicht doch lieber ein kleines Display, weil das sonst zu teuer wird oder gar kein Display oder ein großes Display, was dann sehr wichtig wird. Also man kriegt das schon, also ich kriege das oft sehr eng vorgegeben. Und auch das macht mir dann Spaß, gell, daraus was zu generieren, was trotzdem eine Individualität hat. Ja. Und gibt es da dann auch Zusammenarbeiten mit Komponisten und Sounddesignern, die vielleicht sogar auch Teil von so einem Projekt dann werden oder sind? Ja, absolut, absolut. Also wie eben schon gesagt, die Leute, mit denen ich spreche, sind alles Musiker. Ich glaube, es gibt keinen, also wenn ich mit den Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, die Projektmanager sind alles irgendwo Musiker, teilweise sehr, sehr gute Musiker. Und die wiederum haben dann in ihrem Netzwerk nochmal andere, die da mit reinkommen. Das ist schon ein sehr intensiver Austausch, der da stattfindet. Und das sind natürlich immer auch Leute mit drin, die dann nachher auch ein UI auch mal ausprobieren und teilweise auch dann zerreißen, sagen, das kann man so nicht machen und da musst du argumentieren. Ja, das ist ein sehr interessanter Entstehungsprozess, der da oft stattfindet, ja. Das heißt aber auch zum Beispiel, wenn du, ist es so, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Synthesizer kreiert wird oder ein Keyboard und es sind die Sounds, die nachher dadurch vielleicht auch fest installiert sind und fest eingebaut sind, dass der Sound dich vielleicht auch wiederum, also es auch beeinflusst in irgendeiner Gestaltungsidee, Gestaltungsrichtung, und sagst, oh, das ist jetzt, keine Ahnung, intuitiv muss das ein bisschen eckiger werden Ja, oder rund oder absolut, absolut. Schau schon, dir oder? das Termini an, ja, das Ja, ich designt ja, habe für Moog. Das sieht aus wie ja, Jetsons. ja, Und Jetsons ja, klingt auch wie Termin. Das hat ja, Strom, das ja, schwingt. geil. Und ja, das ist da drin. Da, natürlich haben wir das da Geil, eingepackt. Ja, geil, da geil. geht das auch. Es geht bei manchen Sachen eben nicht. Gell? Du hast beim Keyboard, ist immer oder oft eine Tastatur einfach. Das ist wie ein Auto, was Räder hat. Räder sind immer irgendwie dran. Tastatur. Pack da mal was drum, das wird dann oft so ähnlich. Ist auch interessant natürlich, was da so die normale Menschheit sagt. Hier ist so meine ganze Galerie, das siehst du jetzt nicht. Hier hinten dran habe ich so 14, 15 meiner wichtigsten Geräte stehen, so in einer Wall of
Fame quasi, ja, die ganzen Geräte so. Und dann gucke ich die immer so an, denke, oh, sind die schön, die haben wir schön gemacht und so. Und dann kommt irgendwer rein, der gar keine Ahnung davon hat, und sagt, was sind das für Orgeln hier? Wie, das ist für einen normalen Menschen, der sich mit der Thematik mit beschäftigt, ist das scheißegal, das ist halt ein Keyboard. Ja? Und das triffst du halt oft an. Du bringst da so viele Liebe rein und Detailarbeit und so. Und ja, für einen normalen Menschen, der jetzt kein Musiker, sieht das alles aus wie eine Orgel. Ja, ein Manual. Warum hat das keine zwei so Tasten? Ja, Ja, und Keyboards, gell? genau. Ja, Ja, ja. das erlebe ich dann schon. Und dann merke ich schon, dass ich da so auf meinem eigenen Planeten umherfahre mit noch ein paar anderen Verrückten drauf, gell? Und mir machen dann halt hier so die Dinger und denken, boah, das ist wichtig jetzt, aber der Knopf mal dicker und rot. Ja, Ach, ich. ja, aber ich kann das voll gut nachvollziehen. Bei uns heißt es immer so, ach, ihr macht diese Pieptöne. So, und dann so, ja, das sind aber nicht nur Pieptöne, sondern da steckt natürlich schon auch eine Geschichte hinten dran. Und da steckt ganz, ganz viel Liebe und viel Energie und viel Gedanken, ja, viel Liebe in diesem Detail. Und es gab so eine witzige Story, dass immer dann irgendwie für einen Haushaltsgerätehersteller halt quer durch Deutschland gefahren hatten, irgendwie im Kofferraum irgendwie einen Ofen, einen Kühlschrank und nochmal was mit den implementierten Soundbeispielen drauf und sind dann halt irgendwie 8 Stunden durch Deutschland gefahren. Mein Kollege und ich gucken uns an, also wir fahren jetzt mit unseren Pieptönen und den Geräten durch ganz Deutschland. Andere würden sich an den Kopf langen. Aber es ist natürlich genau das, was du sagst. Es ist so ein Nischenfeld, in dem man aber auch so viel Liebe und auch bewusstes Gestalten reinbringen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende des Tages kriegen es die Leute, die es kaufen oder die es bedienen oder wie auch immer, die kriegen das auf jeden Fall mit. Diese Liebe wird irgendwie, auch zumindest von den Anwendern, wird irgendwie verstanden. Und Das genau. auf jeden Fall, gell? Also da bin ich mir sogar ziemlich sicher, gell? Es wird geliebt, aber es wird auch gehasst. Also ich denke immer an den Andromeda, den ich mal gestaltet habe, gell, für Alesis, wie kontrovers dieses Design diskutiert wurde. Es wurde auch nie so implementiert, wie wir es eigentlich gedacht hatten. Also so wertig und schön aus echt und so. Das war alles sehr plastik und so. Und dann kriegt das plötzlich auch ein anderes Feel. Aber so diese Art und weiß nicht, ob du das so vor deinem geistigen Auge irgendwie erinnerst, dich daran, wie das Gerät aussah. Das war die Idee, sich mal loszulösen von diesen Rechts-Links-Strukturen und die Module eher als so Blobs zu sehen, mit einer zentralen Funktion. Alles, was so ein bisschen untergeordnet ist, spielt dann um diesen Blob drumherum. Und das gab halt so eine ganz neue Anmutung, die trotzdem gut zu verstehen ist, wo du wirklich auch so eine gewisse, wie sagt man so, Side Memory oder so implementieren kannst. Du guckst halt hin, das ist ein Oszillatorenmodul, das ist ein Filter. Ja, das siehst du sofort und greifst da dann auch hin, weil das halt einfach diese Module auch eine Form haben, ja, und nicht nur irgendwo ein Knopf im Knöpfesalat, ja, was halt doch immer noch viele Geräte haben, die wirklich schlecht strukturiert sind. Das Thema ist natürlich auch sehr kontrovers empfangen worden in der Branche, weiß ich noch sehr gut. Das schmerzt natürlich, wenn dann Leute sagen, was sieht denn das aus? Kein Synthesizer, das sieht irgendwie total kürzer aus, dieses Wirrwarr, ich will schöne gerade Linien hier, muss strukturiert sein. Und beim Synthesizer hast du natürlich immer so ein Gerät vor Augen, was auch eine gewisse, so eine technische Coolness haben muss für viele Leute, gell? Die wollen so fast schon ein engineertes Produkt, da darf gar keine Ästhetik drin sein, da dürfen nur echte Materialien sein, Ästhetik, vielleicht dicke Holzwangen, die fett lackiert sind und dann der Rest aber alles hier wie bei Siemens 1958, ja, so, das ist das, was der Gegenpol dazu, gell? Also auch sehr interessant, eben da die verschiedenen Wahrnehmungen auch so mitzubekommen und auch was das mit einem selbst dann macht, wenn du so einen Entwurf machst und den dann erstmal dem Kunden vorstellst. Ich hatte ja nachher immer mehrere Entwürfe und dieses Thema mit diesen Galaxien und planetenartigen Elementen oder Modulen, das war einer von 4 Entwürfen. Die anderen waren alle total straight und eigentlich eher klassisch. Ich versuche da immer eine gewisse Bandbreite in den ersten Designstufen meinen Kunden zu bieten. Und aber die wollten diese Galaxien. Ja. Die Idee hatte ich eigentlich für Waldorf entwickelt, aber die wollten das nicht. Die Das, gell? Und dann habe ich wollten gedacht, okay, vielleicht biete ich es mal den Alesis-Jungs an. Die wollten das, die das. Die fanden das wollten das. toll. Das ist Ja. schön. Ja, mega spannend. Also wenn wir schon so bei dem Thema sind, bei unterschiedlichen Ansätzen von einem Interface, auch ungelernt oder neue Paradigmen,
Wie stellst du so die Zukunft eines Musikinterfaces vor? Es gibt ja Tendenzen, dass man vielleicht auch dass das Interface unsichtbar ist, mit dem man musizieren kann. Man kann über Gesten musizieren, etc. Da gibt es ja interessante Ansätze, die so ein bisschen Science-Fiction-mäßig anmuten. Aber was wäre so deine Prognose? Wo sind wir in 20, 30 Jahren? Bedienen wir dann immer noch Keyboards? Oder geht es vielleicht in eine andere Art des Musizierens, des Musikgenerierens, Musikmachens? Vielleicht wird es einfach vielfältiger. Ich glaube, jetzt für jemanden wie mich, der schwarze und weiße Tasten spielen kann und das gelernt und da auch viel Energie und Zeit drauf verwendet hat und das dann irgendwann mal auch in einer gewissen Virtuosität eben dieses Spiel kann, für mich wird es immer wichtig sein, dass ein Synthesizer oder ein Klangerzeuger eben diese schwarzen und weißen Tasten hat. Aber die Musikelektronik oder überhaupt die elektronische Musik bietet so viele andere Zugänge, die auch wieder eine völlig andere Musik hervorbringen. Man denkt nur an das Aufleben jetzt wieder von diesen Modularsystemen. Da sind oft Leute davor, die können gar keine schwarzen, weißen Tasten spielen, machen trotzdem hervorragende Musik damit. Ja? Ich glaube, das wird einfach, es ist für jeden was da. Und ich weiß nicht, ob es jemals tatsächlich was geben wird, was nicht anfassbar ist, was wirklich inspirativ ist, was einen inspiriert. Ich glaube, man braucht irgendwo so ein haptisches Feedback, irgendwas, was dem Körperlichen entspricht, was wir ja haben. Wir Menschen sind ja mehr als nur ein Gehirn und nehmen eben auch Responsiveness wahr. Wir nehmen das wahr, wenn wir eine Taste drücken, wie fühlt sich das an? Da fließt dann auch quasi dieser kreative Strom, der fließt da rein. Also ich glaube, wenn du einem guten Instrumentalisten zuschaust, einem wirklich guten, der Violine spielt oder Klavier, wie diese Menschen mit dem Instrument verwachsen, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, das ist mit einer taktil nicht erfassbaren Eingabe nicht möglich. Ja, ich denke mal an das Beispiel Theremin. Ich habe da lange dran gearbeitet und es ist ein absolutes Nischenprodukt. Das kaufen sich Leute vielleicht mal zum Spaß, auch weil das immer ganz lustig ist. Aber ernsthaft, Leute, die es wirklich ernsthaft spielen, gibt es nur vielleicht eine Handvoll oder zwei auf der Welt, die es wirklich auch beherrschen, dieses Instrument. Weil es unheimlich schwierig ist, im freien Raum überhaupt was dediziert richtig zu machen und wieder reproduzierbar zu treffen, was ja ein Mittel ist auch in der Musik, Reproduktion, dass du Dinge auch wieder so spielen kannst, wie du sie hören möchtest, oder? Für viele, vielleicht nicht für alle, aber für mich ist das zum Beispiel wichtig. Ich möchte gerne was erlernen, das dann spielen können, das dann vielleicht mit verschiedenen Klängen spielen können. Und dann möchte ich Klänge auch bauen und modifizieren können. Das ist so mein Herangehen an Musik, an Musikschaffen, aber auch nachher an Sounds schaffen, wenn ich irgendwie Musik schreibe und auch Klänge schreibe oder Klänge programmiere dazu. Das ist für mich immer eher so dem Spiel untergeordnet. Ja. Es gibt aber auch natürlich den Ansatz, wo der Klang das Spiel ist. Also wo Leute sagen, okay, das ist das, was jetzt hier durch den Sequenzer läuft und was ich zur Modifizierung verändere, das ist mein Sound und das will ich auch tun können. Das wird es in Zukunft vielleicht noch diverser geben. Wird es vielleicht nochmal andere Eingabemöglichkeiten geben, Rolly Seaboard. Es sind ja schon auch ein paar Dinge erwacht in den letzten Jahren oder eben dieses Osmose Interface, was eben auch anderen neue Zugänge erlaubt in das Herz des Klanges. Finde ich super spannend, aber ich habe bislang wirklich noch nichts wirklich, sagen wir mal, für mich entdeckt, was mich mehr fasziniert hat als eben dieses Schwarz-Weiß-Keys. Ja. Gibt es Ich weiß nicht, beantwortet die Fragen natürlich nicht das ist 100%. Ich glaube einfach, es ja wird divers. Es ist genau wie in ja der, wird es Elektroautos sich durchsetzen oder wird es andere? Oder ich glaube, es interessant wird so ein bisschen in die Breite gehen. ja Aber ja ich glaube, so der Mainstream, das werden schon weiterhin Klangerzeuger sein und ja irgendwelche, ja, Keyboard-Interfaces, die ja spielbar sind. Das ja wäre so meine ja Prognose. Ja, es geht natürlich auch so ein bisschen in die Richtung, man könnte sich ja auch die gleiche Frage stellen, wird es irgendwann mal nur noch von Computer generierte Musik geben, wo man auch ganz klar wahrscheinlich sagen kann, ja und nein. Also ich glaube auch, dass
Jetzt sind wir bei dem Thema künstliche Intelligenz oder so adaptives Design, gestützt durch Algorithmen, ist ja gerade so total unwohl, da sich damit zu beschäftigen, auf in welcher Tiefe auch immer. Aber also, wenn man sich darüber Gedanken macht, dann ist wahrscheinlich naheliegend, dass irgendwelche Sparringspartner-Programme einem helfen werden bei irgendeiner Ausarbeitung von einem Score oder von einer Komposition, ne, von einer Grundidee. Vielleicht auch bei der Generierung von Klangfarben und bei der Klangsynthese an sich. Also da wird es sicherlich hilfreiche Dinge geben, aber der Künstler an sich, also das Menschliche an einem musikalischen Werk, also die Idee, auch der Fehler, auch das Experiment, auch das Unerwartete, das Ganze vielleicht irgendwie so als Parameter irgendwie versuchen einzuprogrammieren, aber die Entscheidung, wann ich welche Taste drücke, jetzt mal ganz blöd gesagt, ist dann immer etwas, was zutiefst menschlich ist. Und ich glaube auch die Geschichte dahinter, also die Story dahinter, wer von wem ist denn ein musikalisches Werk, ob das jetzt in der Musik ist oder auch im Brandsound, im Audio-Branding, in dem Bereich, wo wir uns irgendwie aushalten. Und das ist eine ganz, ganz ähnliche Art, wie man jetzt auch über dieses Musizieren an sich nachdenkt. Also dieser körperliche Kontakt zu einem Musikinstrument, in welcher Form auch immer, zu einem Interface. Aber was mich da an der Stelle jetzt interessieren würde, um das sozusagen jetzt also die Klammer zuzumachen, ist, inwieweit auch das Thema adaptives Design, also ein Gerät passt sich an seinen Benutzer an im Laufe der Zeit über Algorithmen, über Lernverhalten. Gibt es da jetzt in deiner Welt, in der du unterwegs bist, gibt es da schon Software, Technologien jetzt bei Keyboards oder so, wo das schon berücksichtigt werden muss? Also im Sinne von, keine Ahnung, Farbcodes, die sich ändern oder sich auf einen Benutzer anpassen, oder ist das total Science Fiction und das ist relativ statisch und vorgegeben, Stand 2021? Ich bin ich vielleicht nicht tief genug drin in der Materie, muss ich sagen. Gell? Du weißt, ich hatte mal einen eigenen Synthesizer, den Neuron, dessen Klangerzeugung auf neuronalen Netzen basierte. Das war ja im Prinzip schon sowas. Eine lernfähige Software, eine Software, die erkennt, aus was ein Klang besteht. Also spielst ein Klavier vor, der erkennt, das ist eine Saite, die schwingt, die ist aus Metall, das Ganze befindet sich in einem Gehäuse, das ist so und so groß. Diese Technologie gibt es schon, denke ich, eine ganze Weile. Die Anfasser dazu, also was du damit ändern kannst oder dass eine Software erkennt, was ich für Vorlieben habe, Dinge zu ändern, das gibt es ganz sicher auch schon. Also ich weiß, UJam, das hatten wir auch mal drüber gesprochen, der Peter Gorgas mit UJam, die machen schon ganz lange forschen die also an so teilintelligenten, ich will nicht sagen Rhythmusmaschinen, sondern einfach an Software, die in der Lage ist, dich zu begleiten in einer gewissen Form. Das gibt es auch in Form von Bodeneffektgeräten, hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Ich weiß, jetzt den Herstellernamen ist mir entfallen, also wo du praktische irgendwas auf der Gitarre spielst und das macht da irgendwas dazu. Das erkennt dann schon, was da so passiert und kann dich so begleiten. Ich muss aber sagen, das ist alles für einen Musiker, der einen gewissen Anspruch hat, vielleicht nicht verwertbar, muss man sagen. Ich denke, das ist auch ein bisschen so wie adaptives Autofahren. Wenn du sagst, okay, jetzt fahr du mich mal. Es ist ja auch was Spaß macht. Will ich das jetzt weghaben? Ist das dann nicht so, dass dann das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, nämlich Musik zu schaffen oder zu spielen, wenn das dann von einer Maschine übernommen wird, die das auch noch vielleicht sogar ganz treffsicher produziert, was du dir irgendwie vorstellst oder dir so entgegenkommt, nimmt die dir dann nicht irgendwas weg, was eigentlich auch dir Freude bereitet? Ich möchte das nicht. Ich möchte gern mit dem Klang schaffen und will. Ja, vielleicht ist es hilfreich, wenn du ganz gezielt was machen musst. Also wenn du sagst, okay, ich muss jetzt hier irgendwie Sounds oder Musik generieren, die dann nachher für was anderes spiele, Musik gut ist, keine Ahnung. Also wenn das praktisch dein Business ist und du musst schnell zu einem guten Ergebnis kommen, da kann das sehr hilfreich sein. Aber ist das dann noch kreativ oder ist das dann einfach das Wissen um die Technologie, zu gucken, wie wende ich das an, das Abwägen, ist das gut genug, kann ich das so lassen, kann ich hier noch eingreifen, weg damit. Ja, das ist nicht, ich will mal wieder Musik spielen, ich will mich ans Klavier setzen und was spielen und einen Sound dazu abrufen und, oh, ist das geil, ein bisschen drehen. So, das ist so diese Interaktion,
Das findet dann nicht statt. Das ist dann eher so zielgerichtet produzieren. Ich produziere was, das will ich dann nachher veräußern, keine Ahnung, oder muss dann irgendwann fertig werden. Dann ist das so eher, da könnte ich mir vorstellen, dass es auch echt durchaus Sinn macht. Ob es Sinn macht für jemanden, der Musiker ist, der spielen will. Vielleicht wäre es sinnvoll für Leute, die gar keine Musiker sind, die vielleicht dann irgendwann mal in der Lage sind, zu sagen, boah, ich stehe so auf Pink Floyd. Und die setzen sich dann an ein Gerät und drücken da dann Tasten rum, dann klingt das so wie Pink Floyd. Und das merkt dann auch, der spielt richtig scheiße und sortiert die Töne neu, ja, und rhythmisiert das richtig und so. Und dann hast du da vielleicht ein gutes Gefühl. Das kann schon sein, ja. Wer weiß, ja. Das wäre so vielleicht eine Vision, die ich mir vorstellen könnte, dass da sich wer an ein Gerät setzt, was einen so supportet, dass du das Gefühl hast, du spielst das jetzt, ja. Das ist wie ein wirklich klasse Unterstützungssystem im Auto, dass du richtig, richtig schnell fahren kannst, ohne dass das Ding aus der Kurve fliegt und du hast eigentlich keine Ahnung, was da passiert. Aber der Porsche macht das einfach, ja, weil das so geil liegt und weil es so tolle Systeme, intelligente Systeme mit am Arbeiten sind, dass du ganz einfach fahren kannst, wie Harald Stuck oder wie heißt der, ich weiß es nicht, ja, gell? Also das, ja. Aber du sprichst da echt ein spannendes Feld an, diese UJam-Geschichte. Aber es gab ja auch so ein Startup in UK, was jetzt von TikTok aufgekauft wurde, JukeDeck zum Beispiel. Dann gibt es irgendwie so Jungs in Amerika, Amper, die auch so mit künstlicher Intelligenz irgendwie Klangsynthese erzeugen, Melodien generieren. Das ist alles, sage ich mal, im gewissen Genre super funktional, also so Ambient und sowas kriegst du wunderbar hin. Also da kriegst du wunderbar, das ist gar keine Frage. Aber sobald es sozusagen in die Richtung geht von, na, ich sage jetzt mal die Ecke Hans Zimmer, ja, die Ecke Folk-Music, die handgemachte Musik, also irgendwas, was sozusagen wirklich ja, so von Menschen gemacht ist, dann merkst du sofort, oh, das kippt, das geht nicht. Und da gibt's ja, es gibt ja diesen Uncanny Valley-Effekt, also in der Grafik kennst du ja sicherlich auch, also dieser, dass wenn eine CGI so knapp vor dem Fotorealismus ist, aber irgendwas stimmt nicht. Es ist, also eigentlich ist es sehr, 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 sehr realistisch. So 99% realistisch. Aber irgendwas erkennst du als Mensch, da ist irgendwie eine Mikrointeraktion, also eine Mikrogeste, eine Mikromimik, die stimmt nicht, die ist nicht vorhanden. Dann kippt das Ganze extrem schnell und es wird wahnsinnig weird und wahnsinnig crazy und wahnsinnig abstoßend und unangenehm. Und dieser Uncanny Valley-Effekt, den habe ich selber irgendwie, ich weiß nicht, ob es da Forschung gibt, wahrscheinlich schon, bei dieser künstlich erzeugten Musik erfahren selber. Immer wieder, wenn wir beschäftigen uns ja auch so mit verschiedenen AI-Modellen, was wiederum für uns interessant sein könnte, für unseren Brand-Sound-Ansatz und so weiter. Ich habe noch nicht einen entdeckt, wo ich sage, okay, dieser Uncanny Valley-Effekt, der tritt da nicht auf. Und das ist ganz ähnlich. Du hörst die Musik, denkst du, ja, irgendwie ja, aber irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas Irgendwas stimmt. stimmt. Ja. Kann Und ich, das ist ja, total spannend. das ist super spannend, weil du merkst in dem Moment, dass sich eben die Natur nicht komplett verleugnen lässt und dass du das wahrnimmst und dass dir das, weil es zu nah an der Realität ist, vielleicht auch Ängste generiert oder dass er einfach dir sagt, da ist irgendwas, ist da gar nicht richtig. Einfach Ja, unnatürlich, ja. dann schöner, es ist halt klar, das ist menschgemacht, das ist Musik, das hat Fehler, das ist so, wie es halt ist. Aber in dem Moment, wo du was versuchst nachzuahmen, was dann wirklich, wo das Ziel darin liegt, das zu 100% so zu machen, wie es die Natur vielleicht machen würde, oder der Hans Zimmer mit seinen Orchestern oder sowas, gell? Ja, ich kannte den Effekt nicht, also auch den Begriff nicht. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, was du damit meinst und habe das auch schon erlebt. Ja, vielleicht eher in der visuellen Welt, gell? Aber das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass das einfach dann spooky ist und man lieber nichts, weil da irgendwas nicht richtig ist, ja, obwohl es so richtig aussieht. Das ist nicht gut, ja. Ja, toll. Voll gut. Ja, also was ich ganz gerne auch mit anderen Gesprächspartnern bisher immer gemacht habe oder auch machen werde, ist so ein bisschen so die Frage, gibt es so eine Art Lieblingssound, der auch eine Visualität hat? Also so dieses Wechselspiel zwischen Klang und sonstige wahrgenommenen Design, ne? Also natürlich ist Sound ja auch immer Teil von Design, keine Frage. Ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig. Aber gibt es irgendwie so ein
so ein Objekt, wo klingt, aber trotzdem auch eine Visualität hat, eine Haptik, wo du sagst, wow, das ist so ein in sich ein perfektes Objekt in dieser Geschichte. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, also kann ja ein Produkt von dir sein oder so, oder irgendwas, wo du sagst, boah, das stimmt eigentlich alles und ich liebe diesen Sound, ich liebe das Visuelle, ich liebe die Haptik, ich liebe das Äußere. Gibt es da irgendwie was, wo du spontan einfällt, sagst, jawohl, das. Spontan muss ich nachdenken, muss ich echt nachdenken, weil eben ich will ja in dieser Synthesizer-Welt bleiben. Ja. Und viele unserer schönsten Dinge, die Dinge, die wir wirklich mögen, sind ja irgendwo verortet in der Zeit, die der Jugend, da wo alles noch so frisch und neu war. Und ich erinnere mich tatsächlich daran, als ich das erste Mal einen Polyphonen-Synthesizer gehört habe. Vorher war ja alles monophon, du hast einen Minimoog gehört, die waren schon geil. Dann gab es auch so Verrückte, die haben dann die mehrstimmig aufgenommen. Dann klang das schon so, oh, wie befremdlich, ist ja geil, wie klingt das denn? Ist ja super, ja. Und ich erinnere mich, ich war da irgendwann mal in Trier, in einem guten Tonstudio, oder? Und da hatte einer einen Polyphonen-Synthesizer. Das war, glaube ich, ein Prophet 5 damals. Und das, was das bei mir ausgelöst hat, dieses mehrere Töne mit diesem Synthesizer-Sound zu spielen, das ist was, das lässt in mir so eine Sehnsucht erstrahlen. Muss ich wirklich sagen, das ist so, ich habe den Klang auch genau noch bei mir. Das ist auch immer das Erste, was ich, wenn ich einen neuen Synthi kriege, mache ich immer erstmal so diesen Pad Brass Poly Sound, und also mit der so spielbar ist und der so diese Erinnerung kitzelt. Und daran kann man auch sehr gut die Qualität von Synthesizer festmachen. Also ich für mich jetzt, gell, vielleicht machen das alle so, wenn sie ein neues Gerät bekommen und entdecken und erforschen. Ich versuche dann immer erstmal so meine Lieblingsklänge damit mal zu erarbeiten, zu gucken, wie macht er das eigentlich, wie schwierig ist es da an dem Punkt, an den Sweet Spot zu kommen, dass es so klingt, wie ich das gern möchte oder wie mir das gefällt. Ja, dieser polyphone Synthesizer-Sound, der trägt ganz viel Gefühl für mich, also sehr viel offenes, schönes, samtiges, weiches, schönes Gefühl. Hat natürlich auch dieses Jugendding drin, dieses Unbeschwerte, dieses, das will ich haben, ja, das, was man vielleicht heute so gar nicht mehr hat, wenn man ein bisschen so erwachsener wird und auch länger lebt, dann ist das so. Werden viele Dinge sind einfach nicht mehr so spannend, gell? Und das war damals so unfassbar spannend, ja. Ja, das ist so Spannend. einer meiner schönsten Momente, als ich das so Toll. wahrnehmen konnte, so nah, gell? Das heißt, da wirklich so vor den Toll. Lautsprechern war laut, Ja, ja. stark und so neu, so Ja, noch nie gehört. ja, 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 das ist was, ja. das fehlt heute. Was hast du noch nie gehört? Das gibt es Ja, ja gar nicht mehr. Gell? Man hat ja. ja schon alles gehört. Es gab ja schon alles, denke ich manchmal. Gell? Das ist ja, wenn du mal so zurückfasst, also dann, als dann so die digitale Revolution, als dann die analogen Poliden so langsam erstarben und dann kamen die Digital-Synthesizer, dann kamen die Sampler. Es gibt so viele Klangerzeuger und verschiedene Arten, Klänge zu erzeugen, zu animieren, zu rhythmisieren. Es ist ganz schwierig, da irgendwas zu generieren heute, was so richtig neu ist, wie, keine Ahnung, ein D50 mal war, der dann irgendwie auf 80 Hit-Alben den Signature-Sound gestellt hat, oder ein OBXA, der auf zig Hit-Alben den Signature-Sound gemacht hat. Ja, wo gibt es denn das heute noch? Er spricht was an. Also ich meine, es ist ja auch ein wahnsinniger Einfluss auch vom, also eben die Soundsignatur von wahnsinnig vielen Hits, ja, die wurden geschaffen Ja. über die Art und Weise der Instrumentierung. So, Absolut, ja. und die Frage ist natürlich jetzt auch sehr spannend, auch wiederum, ich projiziere das auch immer so ein bisschen auf unseren Bereich, so auf diesen Ja. Markensoundbereich, wo ich mir auch immer, ich wünsche mir immer so ein Projekt, wo ich so Instrument, also irgendeine Art von, ob das jetzt ein digitales Instrument ist oder auch sehr gerne mal ein analoges Instrument, wirklich für eine Marke zu kreieren, etwas Neues Ja. zu schaffen. So, ich hoffe, dass ich mal irgendwann dazukomme, dann machen wir zwei mal eine Kooperation Ja, sehr, und sehr gerne. machen dann mal Ja. irgendwie, kreieren mal Ja. einen, Ja. einen, ein Markeninstrument. Also für alle da draußen, alle Hersteller draußen, die das hören, wir wären bereit für so ein Projekt. Also das fände ich Ja. mega spannend. Also genau aus dieser Denke heraus, ein Instrument oder ein Klangkörper, der in sich so eine Eigenart hat vom Klangerzeugnis, steht für ein Unternehmen oder man prägt diesen Sound für ein Unternehmen, finde ich. Ja.
Wer das richtig gut kann, ich sage jetzt nicht Unternehmen, sondern da ist immer wieder bei meinem Freund Hans Zimmer, ja, der ist wirklich in der Lage, das Kernthema von einem Film in einen Ton zu gießen. Ob man jetzt da, denkt mal an Gladiator, diese Gesangsstimme von dieser Frau, natürlich inspiriert auch von Ennio Morricone, ein bisschen, gell, hat ja jeder irgendwo seine Inspirationen, aber dass du ein Instrument, deinen Klang, deinen Ton so rausarbeitest und so praktisch prominent produzieren kannst, dass der sofort erkennen, das ist der Film oder die Marke. Ich meine, das ist ja auch schon geglückt. Ich weiß jetzt nicht, was du alles schon gemacht hast. Das ist ein guter Freund von mir, der Peter Hajo, der in Berlin kennst du vielleicht, weiß ich, der macht ja auch so Filmmusik und sowas, der macht für BMW auch mal so die Musik. Der hat das auch, der kriegt das hin, da irgendwie so Dinge zu erzeugen, wo du denkst, das ist BMW. Mann, das hört sich voll nach BMW an. Schnell und kraftvoll und ja, und das ist super spannend. Also da finde ich auch deinen Beruf natürlich super, sich da zu überlegen, wie klingt Bosch, wie mache ich das? Oder Löwe, wie macht der Fernseher, wenn ich ihn anmache? Ja, das ist geil, das ist super, super toll. Und natürlich ist da der Klang sehr prominent, die Melodieführung, das Wiedererkennen, gell? Auch das ist natürlich auch ein super spannendes, das ist auch Design. Das ist halt Sounddesign, das Klangdesign. Ich weiß nicht, wie nennt ihr das? Wir nennen es auch Sounddesign, ja. Ja. Sounddesign, also. Also ein Corporate Sound Corporate Sound, oder ja, ja, genau, dass du wirklich genau. sowas. Ich weiß gar, wann habe ich das erste Mal gehört? Ich glaube bei der Telekom. Oder kann das sein? Wer war der erste? So, ich glaube, das war so das erste. Oder Nokia hatten die auch Ja, irgendwie also so Sound so. man kann natürlich ganz, ganz weit früher anfangen. Also die ersten Radio-Jingles gab es irgendwie von Wheaties, die hatten schon ihren ersten Radio-Jingle mit Dry Wheaties. Also kommt ja ursprünglich aus dieser gesungenen Melodie, das gesungene Claim, irgendwie lässt sich besser merken über eine Melodie. So, und daraus heraus ist ja mehr oder weniger dann auch so dieses ganze Audio-Branding-Thema entstanden. Und ich glaube, die ersten, die so richtig, ja, die so ein Gassenhauer sozusagen irgendwie an den Start gebracht haben, war tatsächlich die Telekom. Und aber ich meine auch so Haribo macht Kinder froh, ne? Oder Na wenn schon klar, Geld geht, Sparkasse. Das sind ja uralte Jingles, so aus den 70er, teilweise noch aus den 60er Jahren, die dann halt mit Laufe der Zeit dann halt nicht mehr gesungen wurde, sondern halt nur noch gespielt. Dann hatte man die Möglichkeit, das irgendwie auch schneller zu spielen. Das heißt, man hat sich Zeit gespart am Ende der Spots, weil kostet immer Geld, so am Genau. TV-Spot. Und aus diesen Melodien inzwischen aber sind komplette Systeme eigentlich geworden, wo man halt über musikalische Themen nachdenkt, über UI-Sounds, also Mikro-Sounds, die bei den Apps irgendwie eingespielt werden, bis hin zu ja, komplexeren Geschichten wie irgendwelche Werkzeuge, die wir jetzt zum Beispiel machen, wo man dann irgendwie Sachen komplett als Unternehmen toolmäßig selber Musik generieren kann. Ja, sag mir mal was, ich frage dich mal was. Es gibt so diesen einen, ist das Audio oder BMW, dieses weißt du, diesen Sound haben, so irgendwie so Ja, das ist zwei der alte Eisenstangen. Amboss, dieser alte Amboss Ja. von BMW. Was sagt mir der? Was sagt mir der? Das ist BMW. Das ist irgendwo, was ist da drin alles? Was siehst du in diesem Sound? Da ist da Naja, also ich Metall bin. drin, Metalworks. Ja, total. Ich seh da Ja, tatsächlich. ja. Also man muss dazu sagen, den haben sie ja 2009 abgeschafft. Und seitdem ist ja das neue. Also ist ja diese Melodie. Genau, stimmt. Ah ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Doppler-Effekt, Ästhetik. Ja. Aber genau. Nee, 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 nee. Genau, fährt vorbei. So, tschüss. Ja, Ja, genau. cool, ja. Und der Amboss-Schlag, der war tatsächlich, glaube ich, aus einer kreativen Idee heraus entstanden. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit da Markenwerte wie Freude am Fahren sozusagen verwendet wurden, weil ich höre da tatsächlich keine Freude am Fahren, sondern ich höre da tatsächlich Kraft und ich höre da die Kolben. Ne? Also ich stelle mir da visuell, also multimodal, so synästhetisch sozusagen, stelle ich mir so Kolben vor. Ne? So der Verbrennermotor. Sicherlich auch ein Grund gewesen, wo sie gesagt haben, ja, wir gehen in Richtung Elektromobilität. Das ist nicht mehr die richtige Aussage. Wir wollen weg vom Verbrenner hin zum Elektro. Und dann gab es sicherlich auch in der Richtung eine Idee, das vielleicht zu verändern. Also keine Ahnung, ich war da nicht drin in dem Prozess, aber könnte ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen war. Interessant, dass du sagst, der Amboss, weil ich habe das nie mit einem Amboss in Verbindung gebracht. Ohne Scheiß. Ich dachte immer, das ist irgendwie so ein Metallröhren und ist ja ein Riesenraum drumherum irgendwie so. Space. Ja, das hat irgendwie auch Future drin gehabt, diese Dinger. Ja. Und so einfach.
Ja. Ja, total, Ja, total. und totale Wiedererkennung. Und Ja. macht ihr euch auch Gedanken, wie, na klar, müsst ihr, gell, über welche Wiedergabeelemente wird ein Sound da jetzt gespielt, gell? Also ein Kühlschrank macht was, hat ein anderes Ding wie, Absolut, absolut. wie ein Also, Auto jetzt mit einem riesen HiFi-System oder so, gell? aber es fängt tatsächlich bei der Hat ja, Grundidee an, ja. also in welche Richtung geht man? Entwickelt man jetzt was Geräuschhaftes oder bleibt man in einer Melodie oder in einem Rhythmus? Wenn man zum Beispiel weiß, man hat die Marke oder das Unternehmen hat irgendwelche Produkte, wo nur Piezos drin sind oder so, Genau, dann kommst du natürlich nicht auf die Idee, irgendwelche Geräusche zu kreieren, sondern da bleibst du halt in der Melodie oder in der Rhythmik. Also wir haben zum genau. Beispiel für Festool, also für die Elektrowerkzeughersteller, haben wir ja auch den Corporate Sound gemacht und da ging es dann so, da haben wir eine Rhythmik definiert, so bam, bam, bam. Und das haben sie zum Beispiel jetzt als Melodie drin, das haben sie immer wieder als Wiedererkennungsmerkmal in den ganzen Tracks drin, also die E-Gitarre. Man kann es aber auch so weit denken, dass irgendwann mal, wenn sie das sozusagen auch auf die Produktwelt ausgestalten wollen, auch das Akkuladegerät zum Beispiel auch piep, piep, piep machen könnte. Oder das Handy, wenn es eine Festool-Nachricht bekommt, wut, wut, wut. Also wäre sozusagen auch auf der Ebene möglich. Und Umsetzbar. so, genau. Und das ist Cool, so die Welt, in der wir uns so Gedanken machen von vornherein, was muss man alles abdecken? Und da haben wir eben genau wie du auch, hat man halt Restriktionen. Also da gibt es halt irgendwie ja, klar. so einen Ja. Korpus Aber und dann. hilft manchmal auch, gell, muss ich sagen. Also Total. ich erinnere mich, unser erster Professor in der Grundlehre in Saarbrücken, der Professor Holweg, hat immer gesagt, das Schlimmste ist ein weißes Blatt, weil du da alles machen kannst oder nicht. Es Total. ist irgendwie viel einfacher, auch eine Kreativität zu entwickeln, wenn du gewisse Boundaries hast. Also wenn bestimmte Voll. Dinge einfach gesetzt sind, du weißt, das ist der Weg, auf dem darf ich mich bewegen. Wenn du so alles mach mal, das finde ich auch am schwierigsten. Über den Hump, da komme ich unheimlich schwer drüber. Ich weiß, wenn du so kreativ gefordert bist, da Total. dann drüber zu kommen, zu sagen, okay, jetzt komme ich so ein bisschen in diesen Flow und jetzt, Ja. ich muss irgendwas haben, was ich dann für mich manifestiere. Ich sage, okay, das Ja. ist jetzt der Knopf, der kommt hier in die Ja. Mitte und Ja. von dem gehe ich jetzt mal aus oder so, Ja. gell? Aber Ja. Ja. irgendwas in der Art braucht man. Und Ja. wenn du das schon gesetzt kriegst beim Auftrag, sagst du, guck mal hier, also mehr wie 12 Knöpfe geht nicht, dann weißt du schon, okay, das ist schon mal eigentlich geil. Ja, Voll. Das hilft, das hilft, ja, das ja, stimmt, das ja. stimmt. Das ist, bei uns sind es meistens irgendwie die Markenwerte, die wir irgendwie kriegen. Oder irgendwelche Funktionstypen, also wie zum Beispiel, keine Ahnung, Power On und Fehlermeldung und was ich. Ja, Oder klar. eben das Unternehmen steht für Innovation und Tradition und Qualität oder so. Und dann versuchst du dir ja mit Ja, diesen Werte, wie klingt Qualität? wie klingt Qualität? Vor allem, welche Qualität ist gemeint? Also da fängt es immer schon an. Ja, Also ja, so, ja. aber Schneidequalität. ja, Cut, genau. cut, cut through. Klingt ja. Super, also es ist Aber interessant. Klasse, aber ja. macht bestimmt auch Spaß und ist aber manchmal sau schwierig. Gell? Auch Ah, total, total. es muss ja auch so eine Individualität haben. Ja, dein Kunde will ja nicht klingen wie, ja, muss halt schon auch irgendwo dich abheben und trotzdem muss es treffen. So ist es ja. Ja. Aber es macht mega Spaß. Also vor allem auch, wir dürfen ja auch echt für ganz, ganz unterschiedliche Branchen irgendwie arbeiten. Also da hast du am einen Tag hast du so in der Medizinalbranche zu tun, am nächsten Tag bist du irgendwie in der Region unterwegs, dann am nächsten Tag irgendwie vielleicht im Automobilbereich Das ist schon schön, also da auch viele Bereiche kennenlernen zu dürfen und so ein bisschen einzutauchen. Manchmal wünsche ich mir, dass ich ein bisschen tiefer eintauchen könnte. Das wünsche ich mir dann schon. Aber nee, das macht mega Spaß. Und ähnlich wie bei dir, was wir hier machen, das ist kein Arbeiten, sondern das ist pure Leidenschaft. Das ist wirklich Leidenschaft, muss ich schon sagen. Also ich würde das, was ich jeden Tag mache, wenn ich irgendwo anders arbeiten müsste, würde ich am Feierabend machen. So, also das ist eigentlich ein gutes Ja, Zeichen. So. sehr, sehr gutes Zeichen, gell? Und das ist, denke ich mal, auch der Schlüssel ich will nicht sagen zum Erfolg, aber das ist natürlich eine ganz wichtige Komponente, dass du die Arbeit, die du tust, egal in welchem Bereich, nicht machst, um danach irgendwo was zu tun, was du gerne machst. Es ist schon, Total. glaube ich, sehr wichtig, dass du das, was du tust, den ganzen Tag, dass das auch was ist, was dich erfüllt. Total. Und Ja, genau. wo du Freude dran hast. Das kann natürlich Absolut. nicht jeder tun, Ja, gell? Das muss absolut man wirklich sagen. richtig. Das sind wir beide in einer, sagen wir mal, guten Position, Absolut. dass es eben diese Anforderungen auch in unserem System gibt, gell? Richtig, ja. Ja.
Ja. Mitte von Zentralafrika wäre das vielleicht anders, ja. Oder ja, wir sind halt wirklich auch glücklich, hier geboren zu sein und in dieser industrialisierten technischen Welt uns zu bewegen. Absolut. Das respektiere ich schon sehr, muss ich sagen. Also je länger ich lebe, ist mir das auch immer, wird mir das immer bewusster. Und ja, ist auch wiederum ein Anreiz, dass man die Dinge ja, so tut, dass sie auch eine gewisse Werthaltigkeit haben, dass man eben auch ein bisschen respektvoll mit dem umgeht, was man, ja, was man da baut oder bauen will und mit den Materialien. Dass, ja, dass man einfach bestimmte Dinge, die auch also immer wichtiger werden für uns, für unseren Planeten, für unsere Kinder, für alles, dass man das auch berücksichtigt bei seiner Arbeit, gell? Soweit das geht, gell? Und dann, ja. Super. Axel, das war Ja. ein wunderschönes Schlusswort, finde ich. Es war, also wirklich, das hat das ganze Gespräch so super auf den Punkt gebracht, weil ich hätte es nicht besser sagen können. Es geht um Zufriedenheit, es geht um Bewusstsein, es geht um Dankbarkeit. Also ich nehme ganz gerne, ich bin so dankbar, also das, was du gerade gesagt hast, ist bei mir genau das Gleiche. Ich bin dankbar und habe Respekt für das, was wir da tun dürfen und versuche es auch meinen Kindern weiterzugeben, so inwieweit es irgendwie fortzuleben, ist immer das Beste, nicht viel labern, einfach machen. So, und Ja. ich glaube, wir haben ein ganz, ganz, ja, ein rundes Paket jetzt, glaube ich, hier geschnürt, was sicherlich die ZuhörerInnen inspirieren wird, bin ich mir ziemlich sicher. Ob sie jetzt was mit Musik machen an sich zu tun haben oder ob sie jetzt eher vielleicht aus dem Marketing, aus dem Branding-Bereich sind. Ich glaube, das ist gar nicht mal so wichtig. Ich glaube, so die Insights, die Blicke nach innen, wie geht man ran an den Designprozess? Was macht dich als Designer auch aus? Was gibt es da für Inspiration? Fand ich mega gut. Super, Und lieben Dank und ja, hat auch Spaß gemacht. Also ich mache das immer gern, klasse. weil ich merke auch natürlich, sind wir da auch auf einer Wellenlänge. Das Total, ja, ist ist halt so. der Planet, auf dem wir uns bewegen. Dieser kleine Musikuniversum, Planet Music, keine Ahnung, ja, also Musik schaffen und Künstler und Elektroniktechnik, das ist so dieses Vereinte so, gell. Schön, Absolut. ich unterhalte mich da auch immer sehr gerne. War Klasse. sehr nett, dass du mich gefragt hast und habe ich auch sehr gerne getan. Jetzt die Stunde schaue ich fast, gell? Ja, 54 super. Minuten Also. schon her. Ja, wunderbar. Du, dann bedanke ich mich Ja. wirklich nochmal ganz herzlich und freue mich auf ein baldiges gemeinsames Projekt. Das müssen wir jetzt dann mal in Ja, Angriff genau. nehmen. Gell? Kommst mal mich nochmal besuchen, wenn du hier in der Ravensburger Gegend bist. Gib ein Käppchen. Ja. Sehr gut. Dann Andersrum kannst du gilt mal auch. gucken, wie das jetzt hier drin aussieht. Ist anders geworden, Ja. wie ich finde, viel schöner und viel mehr auch dementsprechend, was ich bin, was ich tue. Toll. Also ich finde es richtig klasse. Komm einfach mal auf Besuch, wenn du mal hier in der Gegend bist. Und ich werde Sehr das schön. auch mir zu Herzen nehmen, wobei ich seltener in diese Richtung fahre. Ich fahre meistens dann hier irgendwo hoch. Gell? Ja, klar, klar, Ja. klar. Aber ich glaube, du fährst öfters hoch wie ich runter. Wahrscheinlich, ja, ich bin natürlich auch Ja. öfters mal auf dem Weg irgendwie durchs Allgäu und dann ist es nicht Ja, Ravensburg, immer liegt immer auf genau. der Einfach Strecke. mal durchbimmeln. Ich bin meistens immer hier am Werkeln. Sehr schön, das mache ich sehr gerne. Dann nochmal vielen Dank und bis Ja, sehr bald. gerne. Ja, mach das gut. Sehr gut. Gut. Tschüss, Rainer. Ciao. Ciao.